Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, jeder, der zurzeit in der Kommunalpolitik unterwegs ist, in seinem Kreistag und die Planungen und Zahlen sich anschaut für die nächsten Haushalte, für die Ergebnisse des laufenden letzten Jahres, der weiß, dass es nicht gut steht um unsere kommunalen Kliniken, um die kleinen Landkrankenhäuser, die in letzter Zeit massiv Defizite eingefahren haben und deren Bestand natürlich dadurch unter Umständen gefährdet ist. Und meine Damen und Herren, wir alle kennen das, die hier aktiv sind, und wir müssen handeln, meine Damen und Herren, und deswegen heute unser Dringlichkeitsantrag mit dem Thema, dass wir hier Sonderzahlungen brauchen, eine Sonderzahlung für die kommunalen Krankenhäuser, um die Kommunen hier zu entlasten. Und die Kommunen, die normalerweise dieses Defizit, dieses betriebliche Defizit ausgleichen müssen, die haben hier Millionen von Euro an Lasten zu tragen, die sie nicht verschuldet haben, die auch über die Aufsichtsräte nicht zu verhindern waren, denn ausschlaggebend waren die letzten beiden Corona-Jahre, die unsere Kliniken in ein wirtschaftliches Desaster geführt haben. Und jetzt kommt noch zusätzlich die Energiekrise hinzu. Und hier muss geholfen werden, meine Damen und Herren. Und zur Wahrheit gehört auch, gerade dass eben diese Corona-Maßnahmen, die aus Berlin kamen, vom Herrn Lauterbach, eben dazu beigetragen haben, die Kliniken im Endeffekt sturmreif zu schießen für Investoren aus den verschiedenen Klinikbetreibergruppen, die sich ja gern unsere kommunalen Kliniken unter den Nagel reißen. Auf der anderen Seite ist natürlich dann die Gefahr auch groß, dass man sagt, lieber, ich bin jetzt der Landrat und ich schaue mir das an und ich mache dann lieber mein defizitäres Krankenhaus zu. Und wer leidet darunter? Es ist die bayerische Landbevölkerung, nicht der Großstädter, aber die bayerische Landbevölkerung, die dann sehr weite Wege zu den kleinen Klinikstandorten hat. Und die müssen erhalten bleiben, meine Damen und Herren. Ja, worum geht es jetzt hier im Detail? Wir haben uns das angeschaut und haben festgestellt, dass nahezu alle Klinikverbünde in Bayern, soweit es bekannt ist, große Defizite fürs Jahr 2021 erwarten und sofern schon vorliegen fürs Jahr 2022 ebenfalls. Und wir wollen, dass unter Umständen vorhandene Steuermehreinnahmen bzw. entsprechende Mittel im Haushalt 2023 durch die Staatsregierung eingeplant werden, um eben 50% des anfallenden Defizits auszugleichen. Das hilft unseren Landkreisen, das hilft den kreisfreien Städten, die diese kommunalen Krankenhäuser leiten, sage ich jetzt mal. Und das nimmt aber nicht den Druck raus, dass man sagt, ihr müsst trotzdem noch wirtschaftlich handeln, ein gewisser Anteil bleibt auch bei euch. Aber es ist eine faire Lösung, den Kommunen hier unter die Arme zu greifen, die ja auch in nächster Zeit gefordert sind, wenn das 49-Euro-Ticket kommt, mehr im Bereich des ÖPNV zu machen und so weiter und so weiter. Deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt und genau heute der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen, unsere Kommunen zu entlasten und hier die Defizitausgleiche fair unter das Volk zu bringen. Denn eins muss man schon sagen, was hier unter die Räder kommt, ist das Verursacherprinzip. Die Staatsregierung, die Bundesregierung haben mit Corona den Krankenhäusern große Lasten aufgebürdet, große Verantwortung aufgebürdet, und wer anschafft, der zahlt auch, und deswegen sollten wir hier 50% des anfallenden Defizits übernehmen. Vielen herzlichen Dank.